Da ist sie, die Suzuki Hayabusa 2021, das neue Modell vom Wanderfalken hier bei uns bei SW Motech. 1340 Kubik, 150 Newtonmeter bei 7000 Umdrehungen, 18.000 Euro. Braucht man so ein Bike? Manche Leute meinen nein, manche sagen ja, ich brauche so ein Bike. Und für die, die meinen, ich brauche so ein Bike, für die haben wir das passende Zubehör entwickelt. Das zeigen wir euch jetzt in diesem Video. Wer mit der Hayabusa nicht einfach nur schnell unterwegs sein will, sondern auch reisen möchte, für die haben wir die perfekte Lösung, was Gepäck angeht. Am Tank wäre eine Möglichkeit der Pro Sport Tankrucksack mit 12 bis 17 Litern Volumen. Ihr könnt auch einen kleineren montieren, den Pro Micro zum Beispiel. Und der Tankrucksack lässt sich in der Position einstellen. Ihr könnt schauen, wie es für euch am besten passt auf dem Tank, sodass es mit dem Lenkanschlag funktioniert oder eurer Sitzposition auf dem Motorrad. Wenn ihr die Position einmal gefunden habt, könnt ihr hier unten diese Schrauben festziehen und dann sitzt der Oberring fest auf dem Tankring. Und dann könnt ihr den Tankrucksack auf dem Tankring aufklicken. Jetzt das einmal auf. So, und dann wäre er festgeschraubt und auch das entsprechende Zugband in der Länge regulieren, sodass es dort nicht so frei rumhängt. Für Gepäcktransport am Heck bieten sich die Aero ABS Seitenkoffer an. Wir haben ein Volumen von 25 Litern auf jeder Seite, sind aus leichtem ABS-Kunststoff gefertigt. Es gibt eine wasserdichte Regeninnentasche, die mitgeliefert wird. Und die Taschen lassen sich auch am Motorrad sichern. Hier mit diesem Verschluss einmal klicken und dann lässt sich die Tasche nicht abnehmen. Wie die Tasche abgenommen wird, zeige ich euch jetzt. An der rechten Seite ist ein Klickverschluss. Seht ihr hier, mit der wird die Tasche auf dem Seitenträger gesichert. Der passende Seitenträger dafür ist der Pro-Seitenträger. Der Pro-Seitenträger wird befestigt am Bike mit den Quick-Lock-Verschlüssen. Sie erlauben eine schnelle, sichere Befestigung, aber auch eine schnelle Loslösung des Trägers. Einfach mit einer Vierteldrehung am Quick-Lock-Verschluss drehen und dann könnt ihr den kompletten Seitenträger abnehmen und es verbleiben nur diese Halterungspunkte. So könnt ihr mit dem Bike also sowohl reisen als auch sportlich unterwegs sein. Noch mehr Volumen für Gepäck habt ihr mit dem Urban ABS Top Case. Ein Volumen von 16 Litern. Es kann aber auch erweitert werden, das Volumen, über die Reißverschlusserweiterung. Das Urban ABS Top Case sitzt auf dem Street Rack. Ein kleiner und robuster Gepäckträger, den wir passend für die Suzuki Hayabusa bauen. So habt ihr also die Möglichkeit, sowohl am Heck als auch an der Seite an dem Wanderfalken Gepäck zu transportieren. Ihr findet all das Zubehör, das wir für die Hayabusa bauen, in unserem Webshop. Klickt einfach auf den Link unter dem Video. Und dann gute und schnelle Fahrt. Ciao.